In euren Gebeten sind wiederholt die Worte gefallen: Herr, dein Wille geschehe. Und so will ich euch in dieser Stunde tiefer in die Bedeutung dieser Worte hineinführen, die von den allermeisten Menschen nicht verstanden oder missverstanden werden und die sich aufgrund ihrer Unwissenheit und Unaufgeklärtheit daher von mir abwenden bzw. sich mir erst gar nicht nähern. Daher ist mein heiliger Wille gegründet in meiner Liebe und von ihr gekrönt, ebenso wie meine Allmacht. Durch meinen Willen erschuf ich alles, was ist, und ich erhalte es auf ewig, und zwar ohne Fehl und Tadel. Denn ich bin fehlerfrei. Und da es keine größere Macht im Universum gibt als meine Allmacht, kann sie von niemandem in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt werden. Wenn ich euch nun sage oder ins Bewusstsein rufe, was ihr längst wisst, dass ihr Kinder meiner Liebe seid und von meiner Allmacht getragen werdet, springt da nicht euer Herz vor Freude? Ein Vater sein eigen nennen zu können, der nur das Beste für seine Kinder will und den keiner davon abhalten kann, außer für eine gewisse Zeit das Kind selbst, wenn es im eigenen Willen handelt, sein liebevolles Handeln an jedem einzelnen Kind umzusetzen. Warum, frage ich euch, lehnen so viele Menschen es ab, sich unter meinen Willen zu begeben? Begeht jetzt nicht den gedanklichen Fehler, sofort an die vielen anderen zu denken, die so handeln, sondern betrachtet euch selbst. Wie ist es um eure innere Bereitschaft bestellt, sich meinem Willen voll und ganz, ohne Einschränkungen, also ohne Wenn und Aber hinzugeben? Ich habe einem jeden Geschöpf den freien Willen gegeben, den ich niemals antaste. Aber sein Reden und Handeln bleibt eingebunden in meine übergeordnete, alles umfassende Gesetzmäßigkeit. Was immer auch ein Kind tat oder tut, es wird sich niemals von mir trennen können. Es wird, auch wenn es mich einmal für eine Weile verlassen hat, immer irgendwann an mein Herz zurückfinden. Denn ich verliere nicht, was ich in Liebe geschaffen habe. Wäre es jemandem möglich, meinen heiligen Willen zu unterlaufen, indem er die Rückkehr eines großen Teils meiner Kinder an mein Herz verhindert, so wäre ich nicht die Allmacht. Denkt über diese Worte nach. Das Prinzip, das die Rückkehr aller meiner Kinder gewährleistet, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, das ich aber in dieser Offenbarung als das Gesetz von Saat und Ernte bezeichnet werde, weil dadurch besser verstanden werden kann, was ich meine. Durch diese Gesetzmäßigkeit wird ein jeder über kurz oder lang über die Erkenntnis seines Fehlverhaltens zur Umkehr bewegt. Aber sie beschert auch demjenigen gute Früchte, der eine gute Saat gelegt hat. Dieser letzte Aspekt wird oft nicht erkannt oder oftmals vergessen, weil der Blick viel zu häufig auf das anscheinend Negative des Gesetzes gerichtet wird. Wer eine schlechte Saat in den Acker seines Lebens einbringt, wird auch eine schlechte Ernte einfahren. Dies ist jedem verständlich, weil die meisten Menschen aber über das weitreichende Gesetz von Saat und Ernte mit all seinen Konsequenzen nicht aufgeklärt sind. Deshalb sehen sie keinen Zusammenhang zwischen dem, was ihnen widerfährt und dem, was sie als Verstoß gegen mein Liebesgebot praktizieren oder in Vergangenheit praktiziert haben. Und weil so viele meiner Kinder eine Ernte einbringen, die ihnen oftmals Leid, Not, Krankheit und Mühe bescheren, lehnen sie es ab, sich meinem Willen zu unterstellen, weil sie der Annahme sind, ich würde sie bestrafen. Ich würde sie bestrafen oder mich nicht um sie bemühen. Immer wieder wird der Blick auf das Unglück und das Schwere gerichtet, auf meine scheinbare Ungerechtigkeit, so dass die allermeisten sagen, Gottes Wille, nein danke. Wo sind die, die an mich glauben, die im Vater unser beten, dein Wille geschehe, die diesen Willen in ihrem Leben umsetzen, so dass sie dankbar sagen können, ja Vater, das ist mein Weg. Die Unwissenheit, die sich durch alle Regionen zieht, ist dafür verantwortlich, dass meine Kinder die Zusammenhänge nicht mehr sehen. Und dafür wiederum verantwortlich sind die geistigen Hochgestellten, die Blindenführern gleich meine Kinder anleiten, so dass diese das helle Licht der Wahrheit nicht erkennen können. So sind nur wenige bereit, dieses Wort, dein Wille geschehe,
was millionenfach täglich mit den Lippen gebetet wird, in die Tat umzusetzen. Wer hat eine Vorstellung davon, was mein Wille ist? Und was mein Wille bewirken kann und bewirken wird, wenn nicht der Mensch in seinem Eigenwillen sein Gesetz dagegen stellt? Wer hat eine Vorstellung davon, was ich über diejenigen ausschütte, der hingebungsvoll zu mir kommt und sagt: Vater, danke, dass ich dich gefunden habe. Danke, dass du mich aufgeklärt hast. Danke, dass ich aus meinen Fehlern lernen kann. Und danke, dass du es bist, der mir meine Schwächen in Stärken umwandelt. Wo sind diejenigen, die sagen können: Es ist etwas Wunderbares, sich dem Willen Gottes zu unterstellen? Wahrlich, ich sage euch, es gibt keine andere Sicherheit, es gibt keine tiefere Geborgenheit und keine süßeren Früchte als das, was einem Menschen widerfährt, der sich meinem Willen hingibt, der meinen Willen lebt. Ich bin die Allmacht, was bedeutet, es kann keine Schwierigkeit und kein Problem geben, die ich nicht in der Lage wäre zu lösen. Lasst diese Worte tief in euch hineinfallen. Nichts ist bei mir unmöglich. Wenn du an mich glaubst, wenn du meinen Worten glaubst und wenn du mich liebst, was kann dich dann daran hindern, im Eiltempo in meine Arme zu kommen und zu sagen: Vater, ich habe dich lange Zeit nicht wirklich gekannt, aber nun hast du meine Augen geöffnet und ich fliehe an deine Brust und bleibe dort für immer. Meine geliebten Söhne und Töchter, gebt euch diese Empfindung hin, macht euer Herz weit. Lasst meine Liebe einströmen und euch davon ganz erfassen und begreift, dass die Hingabe an mich euch Freiheit verschafft. Eine Freiheit, in der kein Platz mehr ist für Ängste, Sorgen und Nöte. Ich habe alle Möglichkeiten und meine Wege sind oftmals so wunderbar, wie ihr sie euch in euren kühnsten Träumen nicht ausdenken könnt. Hier ist euer Vertrauen gefragt, das in dem Maße wächst, wie euer ehrliches Bemühen wächst und damit die Erfahrung, die ihr mit euren positiven Ernten macht. Glaubt ihr mir? Glaubst du mir, mein Kind? Du und du und du, der du mit Sorge belastet durch dein Leben kommst? Komm, ich strecke dir meine beiden Hände entgegen. Lege du deine hinein und sage: Ja, Vater, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und ich versichere dir, ich werde deine Wege bereiten, weil ich dich liebe und weil ich das Beste für dich will und es umsetzen kann, wenn du deine eigenen Vorstellungen und Ideen loslässt. Ich werde deine Wege bereiten, weil ich dich liebe und weil ich das Beste für dich will und es umsetzen kann, wenn du deine eigenen Vorstellungen und Ideen loslässt. Nur ein bisschen Hingabe, ein bisschen Eigenwillen, ein bisschen Vertrauen, ein bisschen eigene Ansicht, am liebsten eine Kombination aus all dem nach deinen Vorstellungen, das wird nicht funktionieren. Zumindest nicht in dem Maße, dass es dein Leben grundlegend zum Besseren, zur Sorge- und Angstfreiheit, zur allumfassenden Geborgenheit verändert. Mein Kind, ich liebe dich. So gehe auch du in dein Herz und lass daraus deine Empfindungen emporsteigen. Die Lauten mögen: Vater, auch ich liebe dich. Dann sind wir zwei innigst verbunden. Und dein Leben mit allem, was darin bereitet wird, liegt in meinen Händen. Und ich, die Allmacht, weiß das, was mein ist, zu führen und zu beschützen. Noch einmal, ich liebe dich. Amen.